So, da sind wir mal wieder. Hi alle zusammen. Wir haben jetzt offscreen den Zug beladen. Der steht jetzt schon bereit. Aber was ich jetzt noch machen wollte, ist, bevor wir mit dem Zug jetzt fahren, wollte ich jetzt einmal den Bus abladen hier. Zack. So, auf J war es, glaube ich. Und dann nochmal die Kamera ändern. Jawohl. J war richtig. Dann fahren wir den Bus mal runter. Ist die Kamera immer draußen ist, wenn man neu anfängt. So. Ach so, ich sollte vielleicht auch noch die Spanngurte abmachen. Macht vielleicht Sinn. Den fahren wir mal hier rein. Vor die Haustür. So, dann werden wir den Anhänger mal wegfahren. Am besten da rückwärts rein. Irgendwo. Wie gesagt, den brauchen wir, damit wir auch zum Beispiel den Stapler dann zur Fischfutterfabrik fahren können. Stellen wir den mal hier schön rein. Wir haben jetzt offscreen auch noch ein bisschen mehr gemacht. Wir haben das Mineralfutter da, was da lag, eingelagert bzw. gleich in den Kuhstall gemacht. Und da standen ja noch Paletten mit Dünger. So, jetzt machen wir aber noch eins. Wir fahren noch Gülle schnell in die BGA, damit wir wieder auf unsere 180% kommen. Ich muss mal gucken, wie viel in die BGA überhaupt reingeht. Wo ist die BGA? So, na, da gehen 100.000 Liter rein. Das heißt, ein Anhänger voll können wir abholen. Kommt das in die BGA rein? Weiß gar nicht, wo mein Fan steht. Ich glaube, in der Halle. Ich glaube, den habe ich in die Halle gestellt. So, da sieht man, ich habe den Stapler auch notfalls schon mal aufgeladen auf den Zug, falls wir nicht. Falls wir nicht direkt abladen können. So, mit dem Dolly konnte ich nie abladen. Jetzt geht's natürlich. Ja, aber wir holen den Rest auch noch raus. Damit ich, wenn ich schon einmal den Anhänger dran habe, können wir das schon einmal nutzen. Na, das ist jetzt schon wieder. Jetzt. Geht, glaube ich, nicht nochmal ganz voll. Ich glaube, es waren irgendwie über 60.000.
Jawohl. Weiß gar nicht, was das Blaue da ist. Ich eier hier schon so oft auf dem Hof rum. Biogas, okay. Na gut, das ist die normale Ladestation. Das ist ein Flutlichter. Was ist das hier noch? Das gehört zur BGA. Ah, hier kann man also Biogas tanken. Gucken wir mal, was wir heute hier hinkriegen, den vernünftig einzuparken. Weiß nicht, ich habe den Mod drauf, dass man sich die Spiegel einstellen kann. Die Frage ist nur, wie? Wir können das ja mal gucken. Helfermenü, nee. Das kann man aber zurücksetzen. Ich habe den Mod drauf. Wir können ja mal kurz reingucken, dass man den Spiegel einstellen kann. Beleuchtung, Radio, Geräte, Premium. Einstellbare, ach, STRG rechts und K-Pad 0 und dann 5,8. So, dieser Spiegel. Oh, guck mal. Das ist ja fein. So, Spiegel wechseln mit der 5. Oh, guck mal, das sieht, ich weiß gar nicht, warum das nicht von vornherein so vernünftig eingestellt ist. So, noch ein Spiegel, den da unten. So, so sollte das passen. Dann versuchen wir mal, ob wir den da jetzt rückwärts reingeschoben kriegen. Könnte gut klappen. Fahren wir einmal hier vorne rum. Einmal scharfe einlenken. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt so fahren können. Dass wir den gut rückwärts. Ach, halt, das so geht's natürlich nicht. Zurückblicken aus. Ist echt schwer mit den Spiegeln. So schwer. Zumindest mit diesen großen Fahrzeugen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hinkriegen jetzt. Schön geschmeidig, nicht zu schnell. Na, guck mal, das klappt doch gut. Na komm schon rum, der will nicht mehr rum.
Naja, zumindest ist halbwegs ein bisschen besser als letztes Mal. Packen wir den auch mal in der Halle rein. Brauchen wir heute nicht mehr. Ich glaube, da steht der Fendt nämlich auch. Jawohl. Aber so kann man ja wahrscheinlich jetzt, oder? Ja. Da steht der Fendt. Da steht er wahrscheinlich immer noch. Also es ist schon besser als vorher jetzt. So. Ganz so dicht wollen wir nicht. So. Na, klappt doch besser als mit den vorigen Einstellungen. Schon zu. Hier können wir auch zumachen. Ja, gut, die Sämaschine steht noch draußen. Die hat mal gewaschen. So, gucken wir nochmal. Spanngurte, Stapler ist fest. Also ich habe es hier halbwegs draufgeladen gekriegt. Perfekt. Dann fahren wir jetzt nach Südwest. Das müsste ja praktisch Süd ist bei mir unten und Südwest, das war, da waren wir beim letzten Mal glaube ich schon. Ne, Verkauf West, brauche ich noch nicht mal so weit fahren oder was? Doch, naja, das ist ja nicht. Da sind wir ja gleich da. Stapler nehmen wir mit, weil wir ja sowieso wieder zurückfahren müssen. So, wir gucken jetzt mal mit der neuen CPU, ob der Zug immer noch so ruckelt oder. War ja immer nicht ganz so schön in der Außenansicht. Standen da überall Flutlichter? Das sieht ja spannend aus. Okay, da sind sie am Wald abroden. So wie hier auch. Das sieht ja mittlerweile schon kahl aus. Er hat aufgeforstet, das weiß ich, aber. Ja, das genau, das hat er aufgeforstet, was da jetzt schon gewachsen ist. Okay. So, kommt jetzt noch mal ein bisschen Geld rein. Ich weiß nicht, ob wir den Kredit dann schon, den letzten Kredit dann schon abbezahlen können. Das letzte Mal hatten wir ja den Erdbeersaft und Tomatensaft verkauft und dann konnten wir schon mal zwei große Kredite abzahlen. Jetzt haben wir noch einen Rest von, ich glaube, 300 und 309.000. Wir gucken mal, ob wir den gleich abbezahlen können. Aber wie gesagt, ich habe eine Großbestellung gemacht, einen LKW-Anhänger. Den Fendt Ideal. Mal gucken, wann das ausgeliefert wird. So, wir können schon mal bremsen. Ich trete voll auf die Bremse, aber. Was ich jetzt noch im Kopf habe, ist, dass wir ja noch die Fischerei oder Moment, wie heißt es? Fischfutterfabrik war hier und irgendwo war doch hier.
Da, genau, die Fischzucht. Die habe ich noch im Hinterkopf, dass ich die kaufen will noch. Dann haben wir hier die Zuckerfabrik, hier die Saftfabrik, Fischfutterfabrik haben wir, wie gesagt, schon, haben hier schon Mais und Sojabohnen ja, angesät. Hier haben wir Hafer, die beiden Felder. Hier haben wir Zuckerrüben, Zuckerrüben, Zuckerrohr. Da wird ein bisschen was bei rumkommen. So, jetzt haben wir die Einfahrt verpasst hier. Mist kommt natürlich nicht ganz so viel rum. Ich glaube, irgendwas um die 60.000 oder sowas. Gut, mit dem Bonus wird es noch ein bisschen mehr, aber vom Mist wird man nicht reich. Wir nehmen trotzdem alles mit. Ach, komm, noch nicht mal. Noch nicht mal 20.000 waren das, okay. Bin ich gespannt. Natürlich wäre natürlich auch spannend, wie ich dann den Dings hier runterkriege. Gucken, oh, hier hat auch jemand Bäume gefällt, fleißig. Haben wir die Baumstumpen nicht weggemacht. Es geht nicht. Wahrscheinlich. Ich werde jetzt noch mal ein Stück zurückfahren. Natürlich keine Rampe da für den Stapler jetzt. Weiß auch nicht, dass der 1, 2, 3, 4, 5, 7. Anhänger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, die haben wir nämlich nicht hier drauf. Aha, jetzt, es geht doch. Na, guck mal, wir können den Kredit abbezahlen. Alles runter, denke ich doch mal. Dann können wir den Kredit gleich bezahlen. Und dann geht es hoffentlich nur noch ins Plus. Super, alles runter. Dann werden wir jetzt den Kredit noch schnell abbezahlen. Und die Rückfahrt müsst ihr euch dann ja nicht mit angucken. Das mache ich wieder offscreen. Rechnungen habe ich auch keine offenen. Und das ist doch hervorragend. Nochmal 309086. Sondertilgung durchführen. Und jetzt sind wir erstmal schuldenfrei. Aufnehmen könnte ich 2,7 Millionen. Aber wie gesagt, wir haben ja hier noch in der Hinterhand den Zuckerrübensirup. Hat er erst angezeigt, der Mai ist der beste Preis. Jetzt ist es im Juli. Ja, wir haben einige Waren. Also Zucker weiß ich auch noch nicht, ob ich den verkaufe, behalte oder ich weiß es nicht. Aktuell braucht noch keiner Zucker. Dann zeige ich euch noch mal kurz den Drescher. Das ist hier aus dem Fendt-Pack. Den Ideal haben wir uns in 9T mit 647 PS. Und dann haben wir hier mit dem Ideal Drive, also ohne das Lenkrad. Und genau, im Gachi Grau haben wir den.
Genau. So, das sogar da. So, dann sind wir jetzt fertig mit der Folge und dann bis zur nächsten Folge.